Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Hier ist wieder der Pleitevogel. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Wir haben wieder einen schönen neuen Tag. Einen wunderschönen nebligen. Was sage ich da? Wo ist der Tag schön hier? Seht ihn euch an. Nebel. Die Sonne scheint nicht wirklich. Das ist alles so ein bisschen so, ein bisschen bedrückend. Ja, bedrückend. Ein bedrückender Tag. Eigentlich nichts Schönes. Ich hab's immer mit meinem positiven Vibes manchmal. Manchmal möchte ich einfach Sachen schönreden. Kennt ihr das? Ja. Leute, wir haben in der letzten Folge ein paar Sachen gemacht. Wir haben, ja, eins weiß ich auf jeden Fall noch. Ich habe den Quark gemacht zum Schluss. Ich habe ganz viel Quark jetzt im Lager. Und wir haben die Wolfsjagd gemacht gestern, ne? Ja, Wolfsjagd war gestern. Oha. Das haben wir aber auch fertig gemacht. Jetzt ist hier Veronika ist noch eine Quest, die interessiert uns nicht weiter. Das heißt, unterwegs sein müssen wir heute nicht. Wir können uns heute wieder so ein bisschen auf unsere Wirtschaft hier konzentrieren. So, der eine oder andere weiß ja, wir haben ja vor 2 Folgen war das, glaube ich, wie heißt die? Die Küche, unsere Molkerei in Betrieb genommen, die erste Küche, die Quark herstellt. Oh, Eisenerz habe ich noch in der Tasche, weg damit. Und in dem Sinne würde ich sagen, da müssen wir noch ein bisschen was tun, ne? Damit das weitergeht. So, wäre jetzt so mein Gedankengang. Da würde ich jetzt gern hinkommen. Ich habe so viele Bretter, Leute. Was machen wir mit den Brettern? Ich habe keinen Bock, hier weiter die Wege auszulegen. Und ich habe hier schon so ein paar Stapel Bretter. Das ist auch alles nicht so toll. Warte mal, ich renne mal hier mit Vollgas. Jetzt habe ich wieder die beiden Lauftasten und die Sprinttaste. Ein Kind. Sambuja. Sambuja, ich habe eine kleine. No, ich habe nichts für dich. Ich habe dir schon was zu geben. Komm nicht immer betteln bei mir, du. Die Kinder wieder. Immer wollen sie was haben. Immer wollen sie Geschenke. So, in unserer Kaserne ist hier alles noch. Das ist ein großes Stillleben. Keiner ist hier. Keiner macht hier was. Es ist ein bisschen traurig. Da müssen wir demnächst auch mal was dran ändern, ne? Da müssen wir was tun. Aber ja, das werden wir auch noch machen. Da bin ich mir sicher. Da fällt uns noch was ein. Hat einer eine Idee, wie wir den Laden hier beleben können? Dann könnt ihr das mal schreiben. Aber ansonsten fällt uns noch was ein. Wir brauchen einfach mehr Sitzplätze, mehr, ein bisschen mehr Deko vielleicht noch, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. So, hier hinten haben wir unsere Küche. Unsere Käserei. Ja. Was mache ich hier? Ich packe mal kurz die Bretter hier hin. Weil die werden wir noch brauchen. Ne, das Dach ist ja aus Brettern, ja. Hallo Jaromira, gehst du zur Arbeit? Schön Käse machen, ne? Du machst das schon. Ja, Leute. Ist alles nicht so einfach hier. So, kurzen Kontrollblick hier auf die Felder. Das sieht gut aus. Flachs ist gesät, Hafer. Was ist hier? Flachs auch. Hier ist, glaube ich, auch Flachs, oder? Ja, Flachs. Roggen ist nicht gesät, das kommt erst im Herbst. Karotten müssen noch wachsen bis zum Sommer. Na, Pferdchen, geht's dir gut? Dem geht's gut. Alles klar. Mehr wollte ich nicht. Okidoki. So, wir können. Ich renne noch mal zum Lebensmittel, zum Lager. Wenn ich das finde. Hier. Hier ist der Weg. Oh, ein Kind. Die Balder. Die habe ich doch auch schon was geschenkt, oder? Ja, Tatsache. Die ganzen Kinder, sie lieben mich. Ich sag's euch, die lieben mich. Ich hab mich in das Herz gekauft. So macht man das. Steine. Wie viel nehmen wir da? Viel zu viele.
Ja, ich bin heute ohne Pferd unterwegs. Ich mache heute ökologisch ohne Pferd. Denn ich habe keine Lust auf Pferd im Moment. Ich will ein bisschen zu Fuß laufen. Wir reiten viel zu viel in letzter Zeit, bin ich. Da muss man auch mal was dran ändern. Das kann ja nicht immer so weitergehen. So, wo sind die Bretter hier? Dann kann ich hier auch die Steine hinkippen. Obwohl, wir können auch gleich was bauen. Warte mal. Baue ich das hier neben? Ich kann eine daneben bauen. Warte, wie geht denn das nochmal? So. Produktion. Küche 2. Und schwuppdiwupp. Ist hier eine Küche. Also, die produzieren ja nicht sehr viel hier, ne? Wenn wir nochmal gucken. Die machen irgendwie, die verarbeiten 20 Milch am Tag. Also 2 Eimer. Und wir kriegen am Tag, weiß ich nicht, oder, weiß nicht, 10 Eimer oder so? Oder 20? Keine Ahnung. Viel mehr auf jeden Fall. Ist eigentlich eine blöde Idee, das hier zu bauen. Vielleicht sollten wir auch nur Quark machen. Ohne Käse. Wir bauen hier nur Quark. Und den verkaufen wir dann automatisch. Das wäre eine Idee. Vielleicht noch eine dritte. Ja. So, warte, was wollte ich machen? Ich schmeiß die Steine erstmal auf den Boden. Die werden wir irgendwann noch benötigen. Wir werden noch mehr Gebäude bauen müssen hier. Und ich hole noch mal ein paar Baumstämme, ne? Die bringen uns auch nach vorne. Dann können wir das Ding weiterbauen. Was mich am meisten... Also ich bin gerade so ein bisschen ich habe gerade ich bin so wie gespalten. So kann man sagen. Denn einerseits möchte ich natürlich, dass es da weitergeht und dass ich da endlich mal zu Potte komme. Aber andererseits... weiß ich. Ich kann ja so gut wie keine Einwohner holen im Moment. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja viel zu wenig Reputation. Eigentlich müssen wir uns die nächsten Folgen erstmal damit beschäftigen, wieder eine bessere Reputation aufzubauen hier. Damit wir wieder neue Leute holen können hier. Das wird auch wichtig irgendwie. Finde ich. Also das wäre so für mich so das A und O eigentlich. Ach, mein Hammer ist fast kaputt. Ach nee. Das ist ja wieder übelst schlecht geplant. Oh shit. Das ist nicht gut. Jetzt ist er weg. Komm, einen noch. Komm. So, ich habe natürlich wieder keine Stöcke in der Umgebung, ne? Hier sind welche. Doch, ich habe 16. Warum habe ich so viele Stöcke? Wo kommen die her? So, warte, dann können wir doch schnell einen Hammer basteln. Geht ja ratzifatzi, ne? So. Ihr wisst, was mein Problem ist, ne? Ja, ihr wisst es. Ach komm, ich mach wieder die richtige Ansicht hier. Das ertrage ich sonst nicht mehr länger. Dieses Third Person, wenn man draußen ist, ist es so schön. Aber im Gebäude ist es so grottig. Uah. Da mag ich das einfach nicht. So, mal das hier noch. Und das. Eigentlich brauche ich das Ding gar nicht bauen gerade. Macht gerade wenig Sinn.
Ich weiß aber auch nicht, wo ich sonst noch Reputation herkriegen sollte. Ich könnte natürlich durchs Dorf kriechen und alle Kinder nochmal abfragen, ob ich denen was schenken kann. Aber da komme ich mir auch ein bisschen komisch bei vor, wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht nicht so das... Ja. Muss ja nun nicht sein. So, jetzt muss aber wieder Third Person sein, so. Alles nicht so einfach. Immer am Arbeiten. So, noch eine Ladung Baumstämme holen wir einfach. Und dann... Und dann wird sich das Thema erledigt haben. Dann müssen wir einmal kontrollieren noch, wie das bei den Verkaufsständen aussieht. Was wir im Moment verkaufen. Wie stark das ist. Und was auch wichtig ist, was ich im Moment unterschätze, ist noch einen Marktplatz bauen. Das war auch ein Vorschlag, der vor kurzem mal kam. Und das macht wirklich Sinn auch, dass wir vielleicht mal so zu 2, 3, 4 Marktstände bauen. Damit ich ein bisschen mehr Material verkaufen kann auch. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir nicht immer so einen extremen Überschuss an Material haben. Das wollte ich ja im Grunde eh vermeiden hier, diesen Überschuss. Aber wenn er nun mal da ist, was will man machen? Ja, da muss man dann auch durch. So, die anderen Baumstämme packen wir hier auch hin. Oder warte, die packen wir zwischen die Dinger. Dann liegen die nicht so im Weg rum. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da verliert man die auch nicht. Ich kann das nicht ab. Ich brauche hier Steine. Und hier liegen so viele Steine einfach in der Gegend rum. Ne? Kennt ihr das? Die packen wir hier auch hin. Dann gehen sie einfach nicht verloren. Dann bleiben sie da. Dann wissen wir, wo sie sind. Und wenn wir sie das nächste Mal brauchen, dann läuft das alles. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, Attacke. Verwaltung, Gebäude. So. Erstmal Dienstleistung, Bauhütte. Habe ich bestimmt, doch, das habe ich schon gemacht. Oh, sehr schön. Werkzeuge, Marktstand für Werkzeuge. Was haben wir hier? Ja, wir verkaufen gerade hauptsächlich Fackeln. 60 Stück am Tag fast. Ist auch in Ordnung. Wir produzieren auch sehr viele Fackeln. Rohstoffe, was verscherbeln wir da? Ganz viel Leder. Pelz, Bretter. Können wir Bretter verkaufen. Brennholz, 244 Brennholz am Tag. Und wir haben trotzdem noch so viel Dünger. 1000 Dünger haben wir schon wieder. Was machen wir als erstes hier? Mehr Brennholz. Mehr Bretter. Weg damit. Also eigentlich sollte das ja auch das Holzfällerdorf werden, ne? Da macht das ja gar keinen Sinn, dass ich so wenig Holz verkaufe. Eigentlich muss ich mehr verkaufen. Vor allem jetzt, wo ich wieder nicht so viele brauche hier. Guck mal, hier sind wieder Kinder. Lamboja. Dich hatte ich schon. Und Dagmar? Dagmara. Dich hatte ich auch schon. Mann, ich habe euch alle schon beschenkt. Edita, dich hatte ich noch nicht, oder? Doch. Ja, ich gehe ja schon. Goodbye, ja. Goodbye, Sir. Das ist, wenn man zu gut ist, dann sagen die Kinder auch irgendwann so, nee, komm, alter Mann. Du hast uns schon so viel gegeben. Lass mal lieber stecken. Mehr wollen wir nun auch nicht von dir. Ist doch gut. Wir sind froh, dass du was gemacht hast, aber ist doch auch gut. Mehr muss doch gar nicht sein. Guckt euch das ganze Essen an hier. Wir brauchen einen Marktstand fürs Essen. Es nützt nichts. Und vor allen Dingen, wir brauchen Leute. Ich brauche Leute hier. Ich habe zu wenig Leute. Die können ja alle gar nicht... Mann, das kann man hier jetzt schlecht sehen, aber... Warte doch, wir können hier... Irgendwo habe ich ja schon... Keine Leute, die da arbeiten.
Vielleicht muss ich auch langsam mal sagen, okay. Wir haben hier so viel. Das eine. Harald. Harald ist eine. Dem wollten wir noch einen Job geben. Den hatten wir. Wo hatten wir den hingesteckt? Als Handwerker, ne? Wollten wir den haben? Produktion. Der ist auch mit der einen Handwerkerin zusammen. Nee, warte, den packen wir in die Küche. Wenn es hier jemand. Da, Harald. Geh mal schön arbeiten. So. Aber mehr haben wir halt auch nicht, ne? Da hört das schon auf. Wie viel? 21.000 Reputation. Es ist eigentlich schon ganz gut, ne? Aber halt, wir können halt mehr gebrauchen. Wir können mehr gebrauchen. Ja, was machen wir da? Ich bin heute einfallslos, Leute. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich so viele Holzteller habe. 129 Holzteller, Leute. Was soll ich damit? Ganz ehrlich jetzt. Ich nutze die gar nicht. Guck mal, 300 Stück nehme ich mit. Die verkaufen wir jetzt. Weg damit. Ich kann es einfach nirgendwo für benutzen. Wollen wir noch was verkaufen? Haben wir hier irgendwas? Stiefel. Ja, Werkzeuge. Hier, auch so ein Ding. Irgendwelche am besten einfache Steinsachen, die wir basteln hier. Eisensichel. Die Fackeln. Holzschaufeln, ey. So, jetzt sind wir überladen. So, ich hole mal mein Pferd. Hallo Pferdchen. So, und wir verkaufen jetzt manuell ein bisschen was. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich brauche das gerade. Das geht so nicht weiter. Ich bin einfach unzufrieden, darum. Ich bin einfach unzufrieden. Weil das Lager so proppevoll ist, mit allem möglichen Kram. Und ich habe natürlich die Wahl zu sagen, okay, lassen wir das. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich stelle einfach die Produktion runter, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber das fühlt sich gerade so falsch an. Ich würde gerne mit der vollen Produktion klarkommen. Hättet ihr das Gefühl, man könnte es einfach runterschalten, aber das wirkt irgendwie einfach wie Verschwendung. Man will das ja auch nicht alles verschwenden. Man könnte es ja so oder so produzieren. Das soll doch alles auf Volllast laufen. Die Leute sollen arbeiten. Hallo, lieber Schaffner. Schaffner? Kutscher meine ich. Kutscher, ja. Gut. Ich denke mir, der weiß schon, was ich gemeint habe. So, wen haben wir denn hier? Hallo Thomas, sorry, ne? Alles klar. Wie läufst du in der Kneipe? Darfst du die schon übernehmen oder hat deine Mutter da was gegen? Na. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der arme Jung. Immer wieder von seiner Mutter überstimmt, wollte ich gerade sagen. Hallöchen. Niluba, komm mal her. Komm mal her, ich habe was für dich. Die besten, also erstmal drei Holzschalen. Und dann die besten Teller, die du je gesehen hast, die kannst du in deiner Taverne benutzen. Da werden sich alle drüber freuen. So, und Bitumir, für dich habe ich auch was mitgebracht. Und zwar ein paar Holzschaufeln. Damit kannst du Fische angeln. Immer schön aufs Wasser kloppen damit. Dann kommen die rausgeschossen wie nichts Gutes. Kannst du ruhig mal probieren. So, um Waldemar. Alter Waldemar, du. Hast du Bock, zu mir ins Dorf zu kommen, sag mal? Wäre das was für dich? Bei uns. Erstmal Einstellungstest machen jetzt. Einstellungsgespräch, ne? Worin bist du besonders begabt, Waldemar? Ich bin sehr gut darin, Leute zu überzeugen. Das gilt besonders, wenn ich etwas habe, das sie unbedingt haben wollen. Und wenn beide Seiten von einem Geschäft profitieren können. Siehste, ein wunderbarer Handelsmann für unseren neuen Marktstand. Waldemar, ich hätte einen Job für dich. Jawohl,
Waldemar, du bist eingekauft. Ich nehme dich mit. Ich glaube aber, ich habe jetzt keinen richtigen Ort, wo er wohnen kann. Ich habe zwar noch ein Haus frei, aber ich meine, das ist das Haus in der Kaserne, ne? Das hier? Oder ja, das ist in der Kaserne. Aber komm, da kann der Waldemar erstmal drin leben. Warum nicht? Der muss ja auch irgendwo wohnen. Erstmal. Wir müssen Häuser bauen, Leute. Das ist viel wichtiger noch. Ich baue hier die ganze Zeit Gebäude, die wir brauchen zur Arbeit, aber in Wirklichkeit brauchen wir noch mehr Häuser. Muss ich ein neues Wohnviertel aufmachen? Und vor allem brauche ich große Häuser oder kleine Häuser? Ich würde sagen, da bauen wir jetzt auch ein paar kleine Häuser, oder? Wir haben so viele große Häuser. Warum liegt hier eigentlich eine Kutsche im Graben? Was ist denn hier los? Apfelwein, Birnwein, Met. Wenn ich das zu Hause wieder erzähle, dann meckert Frau wieder rum. Dann unterstellt die mir wieder, dass ich hier die Hälfte nicht mitgenommen habe. Wisst ihr, was wir machen? Ich sag einfach, da waren leere Flaschen. Zack. Zack. Ja, ich habe hier ein paar leere Flaschen gefunden, Leute. Komm, Pferdchen. Jetzt muss ich mich nur von meiner Frau in Acht nehmen. Mit der darf ich jetzt nicht schnacken, glaube ich. Wenn die mich erwischt, dann ist aus. Sie lässt mich nie wieder alleine los. Dann muss ich, oh, halt mal an hier. Hier liegen ein paar Baumstämme. Die nehme ich mit. Ist ja nicht so, dass wir bei uns im Dorf alles voll haben mit Baumstämmen. Und mit einer Eisenaxt. Oha. Kubert? Was machst du hier? Du bist Bergarbeiter. Das ist... Wie spät ist das? Das ist 15 Uhr und du machst einen Spaziergang. Meine Herren. Ich verrate ihn nicht. Er hat es ja wieder gesehen hier, weißt du? Er hat mich hier wieder erwischt quasi. Ich kenne... Der Nächste, hier. Warte. Ratzibor, du Landwirt. Was machst du hier? Alle machen hier ihren Spaziergang. Ich glaube, wir müssen auch mal einen Spaziergang machen hier, oder? So einen kleinen Rundgang. Einfach zu Fuß lang gehen, ganz gemütlich. Oh, da hätte ich auch mal Bock drauf eigentlich, ganz ehrlich. So einen kleinen Spaziergang einfach. Einfach nur spazieren gehen, so ein Stück. Voll blöd eigentlich, aber irgendwie auch lustig, die Idee. Mal gucken. Vielleicht machen wir das nächste Mal oder so. Oder irgendwann anderes. Mal sehen. So, auf jeden Fall. Habe ich ein paar leere Flaschen gefunden und die muss ich erstmal ins Lager bringen. Ein Glück, der Alkohol knallt auch nicht so doll rein im Moment. Das fällt, glaube ich, gar nicht auf. So. Dann haben wir alle Beweise vernichtet. Hier kann uns auch keiner mehr was. Im Grunde. Wir sind safe, Leute. Wir sind safe. Was soll jetzt noch passieren? So, alles weggepackt. Wunderbar. Also, wieder zusammenpacken, die Pfeile. So. Was machen wir denn jetzt als Nächstes? Was habe ich gerade... Eigentlich wollte ich noch ein bisschen mehr verscherbeln. Aber vielleicht ein paar Lebensmittel. Weil unser Lebensmittellager ist ja auch kurz vorm... Das ist voll. Es ist quasi voll. Hier, einfach ein paar frische Eier. Die bringen noch ein bisschen Geld. Und was machen wir noch? Eintopf. Wollen wir ein paar Eintöpfe? 7 Eintöpfe. Das lohnt sich kaum. 15 Fladenbrote. Die verkaufen wir. 31 Fleisch. Nimm das 100%ige. Das bringt ein bisschen mehr Geld. 3 Holzschalen. Ich weiß nicht, warum ich die im Lebensmittellager habe, aber na gut, hauen wir weg. Kirschen. 300 Kirschen. Ich könnte hier auch wieder Kirschsaft... Hier habe ich auch sogar Kirschsaft. Und Kirschwein. 38 Kirschwein? Meine Damen und Herren. Das habe ich... Da habe ich was nicht mitgekriegt, glaube ich. Cool.
Warum 75% Kohl? Macht ja gar keinen. Wir haben jetzt Frühling. Haben wir nicht morgen wieder Kohlernte? Ist da nicht morgen schon wieder Kohl? So würde ich sagen. So, Pferdchen, komm. Wir haben noch eine kleine Verkaufstour. Das kann ich ja nicht auf dem Besitzen lassen. Oh, oh. Ja, der Alkohol knallt doch ein bisschen rein. Ich gebe es ja zu. Komm, wir reiten jetzt nochmal zum anderen Nachbardorf. Verscherbeln da auch ein bisschen was. Ja, einmal weg mit dem Kram. Ach, wohl dem, der seinen Verkaufsstand in einem anderen Ort hat. Ich muss mich hier wieder durchkämpfen. Typisch. Typisch. So. Wo sind die Leute hier? Ist hier keiner? Wo seid ihr alle? Oscar, was ist hier passiert? Was ist mit dem Dorf passiert? Wo sind die ganzen Leute? Alle hängen hier zu Hause rum. Ich meine, so schlecht ist das Wetter ja nun auch nicht, ne? Hey Leute, ist noch kein Feierabend. Na Gisela. Ich habe ein paar Eier für dich. Kannst behaupten, dass du die von Hühnern gefangen hast. Hier ein bisschen Fleisch. Kannst erzählen, dass du selber gemacht hast und das auch. So. Immer weg mit dem Krumm. Was haben wir hier noch Schönes? 3 Holzschalen. Cool, 300 Kohl. Kannst du dir nicht leisten. Komm. Theobald, den kriegst du. Komm mal her, du hast noch genug Kohle. Komm, 300 Kohl. Zack. Ah. Bitteschön. Dankeschön. Freut mich, mit euch Geschäfte zu machen, meine lieben Nachbarn. Ich bin gleich wieder weg. Gleich wieder weiter. Ich habe doch keine Zeit. Oscar, und du kannst mal ein paar Leute besorgen für mein Dorf. Ich brauche dringend Leute. Wenn du welche kennst, sag denen Bescheid. Ne? Ich wohne da hinten. Und ja, dann geht das weiter. Okili dokili. So, da haben wir doch eine kleine zweite Verkaufstour gemacht. Einfach nur, um schwere Sachen loszuwerden. Um das Lager etwas zu entlasten. Aber nicht viel. Es ist ja immer nur so ein kleines bisschen. Und wenn ich daran denke, dass morgen schon wieder Erntezeit ist, dann kriege ich ja schon wieder das Erbrechen. Ganz ehrlich. Mein Lebensmittellager wird so proppevoll sein. Das macht gar keinen Spaß. Wollen wir noch... Warte. Wir verkaufen noch eine Runde. Lebensmittel müssen wir mehr verkaufen jetzt noch. Das geht nicht. Ich muss mich mehr vollpacken. Und die haben gerade noch genug Kohle gehabt im Nachbardorf. Kann mir keiner sagen, dass die arm sind. Die haben genug Kohle. Komm mal her. Da machen wir noch was. Nur was verscherbeln wir da? Das ist die Frage. Was? Ja, die Eier, aber die wiegen ja nichts. Saure Milch. Nein, wir verkaufen schon saure Milch. 180 Tacken? Was? Saure Milch 180? Das kostet richtige Milch. Auch 180. Hä? Bringt das wirklich so viel? Warte, wir probieren es mal aus. So, was können wir noch verkaufen? Kohl. Ja, warte, das wollte ich auch noch mal sehen jetzt. Wie sieht es mit dem Kohl aus hier? Kohl. Ist gesät. Wird im Frühling gesät, im Sommer geerntet. Und dann wird es nochmal gesät. Meine Herren, wir kriegen so einen heftigen Überschuss. Weg mit dem Kohl. Einfach nur weg. Kirschen. Auch so ein Thema für sich. Hier, ich würde sagen... Dann nehmen wir auch nochmal 300 mit. So. Und wie ist mit Karotten? Da haben wir nicht ganz so viele. Aber da haben wir nächstes Jahr auch wieder neue. Busche. 509 Honigwaben. Aber den Honig wollen wir noch verarbeiten.
habe ich spezielle Wünsche mit. 43 Kohlsuppen, Leute. 43. So, wir haben jetzt 127 Kilo. Ich kann mich kaum noch bewegen. Aber mit Pferd geht das alles. Komm her, Pferd. So. Jetzt ziehen wir die Nachbarn nochmal aus. Die machen wir blank. Mit 43 Kohlsuppen? Das müsste was klappen, oder? Na, ich glaube nicht ganz so viel. Ich bin auch ein bisschen gespannt mit der sauren Milch, ob die wirklich so viel bringt. Weil die habe ich, glaube ich, noch nicht verkauft. Sonst kann ich mir den ganzen Blödsinn ja sparen mit Küchen. Da verkaufe ich einfach Milch. Wie wäre das? Einfach Milch verscherbeln. Okay. So. Da ist sie ja, die gute Dame. Bolimira. Bolimira. Oh, die hat auch kaum noch Geld. Das bringt wirklich 106 Tacken. Meine Herren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. So, Theobald hat auch nicht mehr viel. So. Aber die saure Milch, wer war los? Und eine Kohlsuppe. Zwei Kohlsuppen. Und noch ein bisschen Kohl. So. Haben wir den nackig gemacht? So, warte. Gisela machen wir auch noch nackig. Also ein paar Euro hatte die noch. Die hat 200 noch was gehabt. Hier, 2,35. Einmal Kohlsuppen für das Grobe. Und die letzte paar Groschen mit Kohl. So, wunderbar. Goodbye. Und jetzt der letzte Mann hier im Dorf. Herbert. Das ist der letzte. Der hat auch noch Kohle. Nee, doch 1400 hat er. 1400, Lulle. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich erst den Kohl verkaufen soll, weil der sollte eigentlich weg. Aber es hat doch funktioniert so. Alles ist weg. Habe ich noch was zum Verkaufen? Nee. Das war's auch. Mach's gut. Ja, du auch. Der hat eine schöne... Der spricht cool, oder? Hört mal her, Leute. Ganz, ganz genau hinhören. It was nice seeing you. Da-da-da-da-da-da. Der ist cool. Der gefällt mir. So, meine lieben Leute. Ab nach Hause. Ich glaube, die Fackeln sind gerade angegangen. Es ist Feierabendzeit. Und wenn in meinem Dorf Feierabend ist, dann ist für mich jetzt auch Feierabend. Oder zumindest gleich. Ja, ich bin heute nicht so in der Stimmung, wie ihr seht. Ne? Ich hüpfe hier rum. Gegen Wände. Ach. Was für ein trauriger Tag heute. Aua, armes Pferd, armes Pferd. So. Einmal absteigen. So. Und ganz ehrlich, Leute, ich für meinen Teil, ich bin durch. Ich setze mich hier noch ein bisschen hin. Entspann mich noch ein bisschen hier am Abend mit meinen Leuten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Und dann geht's wieder richtig los, ja? Also, bye.